Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 die Story. Und wir sind wieder am Start mit unserem Freund Franklin. Heute geht's weiter mit der nächsten Mission, und zwar mit dem L. Wir treffen uns also heute wieder mit Lester. Mal gucken, was der so vorhat. Hey, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Ja, genau, wir haben das letzte Auto und nächste Auto besorgt. Wir haben den Zeta besorgt von Chad Mulligan mit Hilfe eines Polizeihelis. Und haben das Auto auch abgeliefert. Das heißt, wir müssen noch zwei Autos für Devin Weston klauen. Eigentlich hätte ich gedacht, wir machen die jetzt irgendwie Step by Step hintereinander durch. Aber wenn wir schon mal bei Franklin unterwegs sind, dann können wir auch mal wieder was mit Lester tun. Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und deswegen dachte ich mir, jo, machst es doch jetzt direkt. Weil wir haben, glaube ich, eh keine Mission für Devin. Wenn ich richtig auf der Karte gucken kann. Ne, es ist kein D auf der Karte, es sind alles nur fremde Freaks-Missionen. Ja, die machen wir doch irgendwann, aber jetzt nicht. Ich will erstmal ein bisschen. Oh, da ist wieder was. Hey, look out for fools like me! Back away, or we will open fire! The cops are on their way! Das ist eine gute Idee, mit deiner Tankstelle ein Feuer zu öffnen. Sorry, aber das wollte ich jetzt gerade eben noch schnell machen. Wenn ihr schon vor mir mit dem Karton und mit dem. Wenn ihr schon vor mir mit dem Koffer da rumrennt, dann machen wir das so einfach. So, jetzt habe ich jetzt keine Cops mehr kommen. So, die sind weg und wir haben Geld eingenommen. So, genau, das wollte ich irgendwann gemacht haben. So, jetzt gehen wir, jetzt fahren wir zu Lester. Rotrampel. Bitte nicht so um öffentlichen Straßenverkehr fahren, wie ich das jetzt gerade hier tue. Rote Ampel, Verkehrsregeln sind natürlich zu beachten. In GTA können wir sowas natürlich auch ein bisschen außer Acht lassen. Gut, ja. Oh. Arsch. Ja, ja, go to hell. Wenn du vorgehst, dann kein Problem. So. Lester. Was will der Lester denn hier? Ach, das ist ein Auftragsmord, ne? Das dürfte eigentlich wieder ein Auftragsmord sein. Jackson Skinner, he's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Ja, wir dürfen... Beobachter die Prostituierte. Ah, ich weiß, welche Mission das ist. Okay. Dass die jetzt schon kommt? Ich hätte die gedacht, die war weit, weit später. Aber leider, Gottes, kommt die schon jetzt. Okay. Da machen wir das doch jetzt. Wenn wir das jetzt dann machen wir uns vielleicht tatsächlich sogar ein paar Auftragsmorde mal wieder. Haben wir schon lange nichts mehr gemacht. Mit dem diese vier Geschworenen und die Foltermethode da. Das waren, glaube ich, die letzten Missionen, wo dann. Ja. Na gut. Dann machen wir das doch jetzt. Damn, that must be my girl. Hi there, people. You want a party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Ooh.
So, setzen wir uns jetzt einfach hier hin. Ah, der möchte auch jetzt gerne ein bisschen Spaß. Bisschen schnippisch gerade. Das könnte tatsächlich unsere Zielperson sein. Hey baby, you miss me? I was starting to think you weren't. You know I don't even feel bad about. Erledigt. So. Erledigt. Hey man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. So, der Sittenmord. Das wäre jetzt relativ easy. Das war jetzt natürlich relativ easy. Aber wir haben natürlich noch ein paar Szenen, was. Oh, vielleicht gar keine. Oder kriegt jetzt gleich noch ein bisschen auf die Karte. Hofke 100%. Bin ich seit 3 Minuten 26. Bruder ist aber davon gekommen. Ja, das ist aber tatsächlich zu viel, zu früh gewesen. 5000 für mal eben ein Headshot. Dann gehen wir weiter, machen wir weiter mit dem Lester. Wir haben nämlich noch eine Mission da oben. Weil, wenn ich ehrlich bin, ist das jetzt gerade für uns ein bisschen zu kurz. So, okay. Warte mal. Ich muss gerade was gucken. Ach so, das war die Mission, okay. Ich dachte, ich hätte irgendwie eine Mission vergessen, noch Folgen vergessen zu schneiden. Okay, bis da habe ich nämlich mittlerweile hochgeladen. Und das haben wir ja schon heute, haben wir ja jetzt in dieser Aufnahmesession gemacht. Okay, alles gut, dann weiß ich Bescheid. Dann haben wir nämlich nichts vergessen. Gut. Dann machen wir die nächste Mission mit Lester. Ja, das ist schon zu kurz einfach. So 4 Minuten habe ich keine Lust, nur eine Folge zu schneiden. Das sollte schon über 20 Minuten sein. Gut, dann gehen wir mal ans Telefon. Was hat denn der gute Lester nochmal für uns? Der hat schon nochmal ein Wort. Gleich war die Nicole. Guys called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got it. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Gut, hol der den Bus. Achso, wir müssen einen bestimmten Bus nehmen. Okay. Yo,
So, ich dachte, ich könnte mir jetzt einfach random einfach einen Bus aus der Stadt klauen, aber irgendwie... Wie ist denn die Mission? Moment, ich habe es vergessen zu gucken. Okay. Warte mal, das war online, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ist denn die Mission... Achso, wir sind in der Mission. Ich wollte nämlich was anderes gerade gucken, wie die Mission hieß mit dem Folter, mit dieser Foltermethode. Ich weiß, dass ich mittlerweile viel hoch, dass ich die alle hochgeladen habe mittlerweile, glaube ich schon. Ich lade die eh mal Step by Step hoch. Aber wir sind in einer Mission. Deswegen können wir gerade nicht. Wir müssen zum Busbahnhof und tun uns jetzt erstmal einen Bus. Downtown! Chillen wir uns auf jedem Bus drauf, nur sind nebenbei, egal wo du hinfährst mit dem Ding. So. Fahr eine Haltestelle nach der anderen an, bis du die Zielperson findest. Na gut, dann machen wir das doch. So, dann fahren wir da ein. Moin, moin. Hey, sorry, I'm late. It's my first day on the job. So, dann haben wir die schon mal eingeladen. Der eine hat aber gerade auch ein Gesicht. Nee, nicht schon wieder. Gut. Dann fahren wir die nächste an. Moin. Damn, would it kill you people to crack a smile? Ja, rennt auf jeden Fall gut. So, jetzt fahren wir hier entspannt. Cool, danke schön, dass du mir den Platz machst. Da gehe ich mich ein bisschen vor. Ich fahre trotzdem wie ein Arsch, ich weiß. So, der nächste steht dort. So, nächste Haltestelle ist 500 Meter weg. Die ging aber schnell. Die war direkt grün und zack, wieder auf gelb und rot. Aber es beschwert sich gerade noch keiner wegen meinem Fahrstil. Ich weiß, dass ich wie ein Arschloch fahre. Dass ich einfach scheiße fahre hier. Natürlich ist mir klar. Das war knapp. Well, you're late, late, late. That'll be 150. Mr. Penny, eh? Der Mortenbus. Forget about it. Spendthrifts. Der holt sich ein Fahrrad. Blame it on the city. Hab ihn. Tut mir leid. Ich bin Kacke. Oh. Verlasse das Gebiet. Ich verpiss dich mal hier ganz schnell, bevor die Cops hier auftauchen. Ich brauch ein Auto. So, dann haben wir das auch erledigt. Häng die Cops ab. Ah, okay. Funktioniert auch ganz schnell. Normalerweise habe ich gedacht, wir müssen mit dem Bus überfahren. So, wenn die Cops jetzt weg sind, müssten wir eigentlich durch sein. Dann fahre ich jetzt da lang. So, die Cops sind weg. Green light. Good to go. Okay. Bestanden, der Mord im Bus. Benötigt seit
4 Minuten und 36. Das ist auch wieder alles so kurz. Ich dachte, wir hätten wieder so lang. Dann machen wir mal ein bisschen kurz folgen, weil ich habe auch nicht. Ich will auch noch was essen gleich, wenn wir so arbeiten. Bundesfahrerflucht ist mir scheißegal. Und damit haben wir das erledigt. Wieder $5,000 geholt. Wir haben jetzt $111,000 auf der hohen Kante. Sehr schön. I like it. Gut, was haben wir noch als nächstes? Gar nichts mehr mit Franklin, ne? Also zumindest nichts Hauptmissionmäßig. Alles andere ist jetzt nur noch so Nebenzeugs. Tonja. Ach, Tonja. Die Alte lebt immer noch. Statt die ich mal geschossen. Oder überfahren oder wie auch immer. Beverly ist die nächste Mission. Das heißt, wir gucken was mal. So, Michael hat auch noch das Trevor 6 Missionen noch offen. Unter anderem eine ganz hier spezielle Mission. Und zwar die mit den O'Neills. Die treffen wir uns ja nochmal. Haben wir ja gemerkt, als wir bei den O'Neills fahren waren, sind ja 4 Stück abgehauen. Okay, Polizei. Stay right there. I'll be right back. Oh, okay, alright. Okay, here we go. Make it stop! Make him go! Oh Gott, Trevor, warum? Du vögelst echt alles, was hier nicht mit und nagelfest ist, sogar Kerle. Gut. Was haben wir denn für Mission noch? Offen. Mit unserem Freund. Madrazo da oben, das weiß ich, sehe ich auch. Das müssen wir ein bisschen dorthin. Ich glaube, aber sonst haben wir Hauptmission technisch nichts mehr wirklich auf, ne? Also alles, wofür wir Freaks sind. Ich will jetzt mal ein bisschen Hauptmission machen. Na gut, dann machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und dann geht's weiter mit der nächsten Mission da oben mit dem Martin Madrazo. Den sehen wir dann auch mal wieder, den alten, haudigen Mafia-Boss. Wie auch immer. Tschüss.